Guten Tag, mein Name ist Trollballerina und du bist vermutlich ein dreckiger Nerd, vielleicht auch eine dreckige Nerdette oder etwas dazwischen, etwas darüber oder etwas darunter, das soll hier keine Rolle spielen. Du wirst Weihnachten, also den heutigen Tag und vielleicht auch die nächsten beiden allein verbringen, einsam vor deinem Rechner mit einer Flasche Cola, hoffentlich einem Döner, sodass es wenigstens etwas Schönes gibt und du wirst dort selbstverständlich World of Tanks, CSGO oder andere Suchtmittel spielen, die dich ablenken von deinem Leben als Außenseiter an der sozialen Grenze. Vielleicht zählst du auch zu den sogenannten sozial, familiär und beruflich erfolgreichen Nerds. Du wirst Weihnachten im Schoße deiner Familie verbringen. Wenn du besonderes Glück hast, dann auch tatsächlich im Schoße deiner Familie. Moment! Im Schoße jener, die nicht blutsverwandt sind. Außer du kommst aus Sachsen. In jedem Falle aber bist du und bleibst du ein dreckiger Nerd, du hörst die White Russians, du interessierst dich für Rollenspiel. Und es ist durchaus denkbar, dass du von sozialen Konventionen, von Normen irritiert bist. Sonst würdest du uns wohl kaum aushalten. Und wir verstehen das und wir freuen uns darüber. Sicher ist, dass du dich an den falschen Freuden des Konsums zu Weihnachten orientierst und auch diese Freuden quasi als wahre Freuden ansiehst, dich daran labst. Und dennoch ist es nicht das, worum es zu Weihnachten gehen soll. Ich möchte hier betonen, zu Weihnachten, nicht an Weihnachten. Es geht Weihnachten um etwas anderes und wir als eine Sendung mit sehr hohem Bildungsauftrag, mit einem hohen Maß an Sophistication und quasi einem Unterhaltungswert unterhalb der Nachweisgrenze, wir möchten dir erklären, worum es zu Weihnachten geht. Liebe. Ja, genau. Ein so selten gehörtes Wort heutzutage von Liebe spricht keiner, immer nur von Hass ist die Rede. Und um quasi zu illustrieren für dich, was das heißen mag, dieses Wort, mit dem schon kaum jemand etwas anfangen kann, heute noch, und ich möchte mich da nicht ganz ausschließen, auch die anderen beiden Mitspieler nicht, also Flummi und Dellinger. Um das also zu illustrieren, schenken wir dir heute, und wir sind uns sicher, das wird dein klägliches Weihnachtsfest um einiges erhellen, die zweite Folge des Doppeldates. Viel Spaß und bleib sinnlich. Ich muss mich eben kurz ausziehen, damit ich bereit bin. Und ja, das muss mit in die Folge. User in your channel, du denkst doch nicht, dass ich das rausschneide, Junge. Natürlich. Hallo, ich mach mich extra sexy. Also jeder, der sich jetzt noch nicht ausgezogen hat. Oh, too sexy for my love. Too sexy. Sehr geil. Ja, ja, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich da vorne in der Ecke. Beim Doppeldate. Doppeldate. Magst du es nochmal abspielen? Ja. Doppeldate. Das Wichtige ist, dass du zwischen dem Day und dem T eine Pause lässt. Doppeldate. Genau so, damit betonst du nämlich das T ein bisschen mehr. Und Plosive sind ja viel sexier. Verstehst du?
Ich habe keine Ahnung, was du mit bla bla irgendwas meinst, ja, aber bestimmt. T zum Beispiel. Wenn man das am Ende eines Wortes betont. So machen die das immer, wenn die sexy sprechen. Also so wie ich immer. Weißt du wie? Nee. Achso. Plosiv war auch nicht richtig, eigentlich nur T, weil P klingt irgendwie nie sexy. Außer natürlich bei Penis. Penis. Aber ist das denn nicht vorne und dann ist das andere? Nee, aber P klingt trotzdem nie geil. Also das war schon ziemlich geil. Wollen wir mal vielleicht kopieren gehen? Ich habe gerade Pause. Nee. Pause. Also ich finde Pause schon ziemlich sexy eigentlich. Ja, okay. Ja, jetzt, ja, im lexikalischen Sinne durchaus. Irrelevant. Was hat denn jetzt Irene damit zu tun? Ich finde die gut, entschuldige bitte. Ach so. Ja. Irene Pavlov. Das ist doch wieder so ein... Ich weiß es nicht. Ich werde das mal irgendwann erörtern. Mit dir in einem Einzelgespräch. Da werden wir das einfach ausprobieren und das laden wir dann hoch. Das wird eine Anleitung, wie man lasziv geil spricht. Jutti. Wieso klingt das eigentlich immer so widerwärtig, wenn Männer sowas machen? Hey. Es klingt genauso widerwärtig wie bei Frauen, aber bei denen ist man es gewöhnter. Ja, siehst du, das ist das Problem. Ich glaube auch nicht, dass gewohnt eine Steigerung hat, aber das ist völlig egal. Ja. Man kann alles steigern. Steiger es, bis es scheiße wird. Ich bin scheiße schnell, zum Beispiel. Ist der Ultralativ. Kennt ihr den nicht? Nee. Aber jetzt, wo du es sagst, ergibt das tatsächlich Sinn. Ich weiß das ja auch oft. Ja, jetzt. Mann. Wo man ein... Hat er nicht gesagt. Ficken. Weiß nicht, wie ich das jetzt zusammenschneide, aber meine Antwort lautet folgendes. Ficken! Hey, verdammt, was wollte ich sagen? Ah, sehr gut. Oh, das muss ich auch Bieb, gut zusammenschneiden, sonst wird das Bieb, ein bisschen komisch. Ich weiß halt, wie es in deinem Herzen aussieht. Ich wüsste lieber, Janne, wie es in meiner Leber aussieht, aber darum kannst du keine Auskunft geben oder was? Scheiße. Du piepst einfach alles das, was ich gesagt habe, einfach aus. Nee. Dann schreit die da einfach nur zwischendurch wegen. Nee, das mache ich sophisticated. Mir. Hab eh vergessen, worum es ging, aber ist nicht so schlimm. Ficken. Ah ja. Jeder mag ficken. Doppeldate. Also, Jutti, es ist also der Tag herangebrochen. Ich frage euch diesmal nicht, was ihr in euren Shadowrunner-Koffer packt. Ich frage euch... Beruhigungsmittel. Was ihr für sonstige Vorbereitungen trefft. Du meinst den Doppelday-Tag oder was ist gekommen? Oh ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Also außer, dass du dir das beste Deo der Welt besorgst, weil du es brauchen wirst. Ja, wahrscheinlich. Ich kaufe natürlich ein mit Essen und so. Ordentliches Essen. Mit ordentlich Gewürzen und so. Jojo zieht sich ordentlich an. Jojo zieht sich ordentlich an. Die Frage ist, ziehst du dich clubmäßig an? Direkt schon? Nö. Nicht direkt. Also nimmst du dir Wechselklamotten mit, das finde ich sehr gut. Dann können die Damen sich zusammen hübsch machen. Super. Oh Gott, das hab ich nicht bedacht. Echt nicht? Nee. Das ist doch der Highlight, wenn man zusammen als Frau... Jojo ist innerhalb von 5 Minuten fertig. Oh, Backe. Ich denke nicht, dass es das Highlight ist, aber es ist durchaus auf jeden Fall ritualisiert, sag ich mal. Etwas. Prozent. Ja, dann wird Freya feststellen, dass Jojo zu viel Testosteron hat. Sie ist innerhalb von 5 Minuten fertig. Gut. Maximal 10. Also, du ziehst dich angemessen an und hast noch die diese Klamotten dabei. Na, sie hat einfach nur eine Jeans und einen Dingpulli an. Dann sind, sagen wir, es sind nicht ganz so ihre üblichen Klamotten. Sprichst du das mit deinem Date ab?
Natürlich. Nicht du. Ach so. Ach so, ja, vielleicht ist das besser. Du trägst keinen Pulli. Was? Du trägst keinen Pulli. Wieso trage ich keinen Pulli? Ich will diese Frage nicht beantworten müssen. Ich kann es auch nicht vollständig, aber du trägst keinen. Was trage ich denn sonst? Na, wenn du einen Pulli trägst, dann ist es zumindest was. Nee, ein Pulli ist scheiße. Bei Kaba ist eh viel zu warm, das ist völlig. Also, der heizt doch. Oder? Ja. Na, siehst du, da trägst du schon aber keinen Pulli. Aber im Moment nicht, glaube ich. Ja, aber ich irrelevant, es ist warm, du hast keinen Pulli an. Und du hast auch nicht einfach irgendein T-Shirt, wenn du da hingehst, so weiß ich nicht. Es muss nicht die Seidenbluse sein. Aber. Weiß ich nicht. Aber eine Jeans darf ich anziehen. Eine normale Jeans. Du hast immer so praktische Jeans. Das sind doch stinknormale Jeans. Hast du nicht was deinen Männerarsch betont? Ich meine natürlich deinen wohlgeformten Popo. Eine enge Jeans. Natürlich habe ich sowas. Jutti, hat die vielleicht wenigstens fesche Sandpapierschmörgelungen am Knie? Die hat bestimmt irgendwo ein Loch. Gott, warum? Na Juti, so, Schuhe. Tanzschuhe hast du ja sowieso. Du hast Tanzschuhe. Hochhackige. Gut, die wirst du dann später anziehen. Am Anfang kannst du... Nein. Doch, das wirst du. Ich hab keine, meine ich. Wie jetzt? Schuhgröße. Wie lange kennen wir uns jetzt? Schuhgröße. Ah, 35,5. Gut, dann bin ich jetzt der Typ, der bei deiner Gang, die Bitches, die da rumhängen, fragt, ob sie Schuhe leihen können. Alles klar. So ein Quatsch. Die sind viel größer als ich. Ich besorge mir einfach welche, das geht schon. Es gibt auch so ein paar kleinere und ich weiß es, die kommen nämlich in dieses Solarium. Zumindest, vielleicht sind das deren Freundinnen oder so, aber okay, du besorgst dir irgendwie Schuhe, ist mir egal. Ja. Jutti. Am besten was Sandalenartiges. Gut, so. Ich besorge mir was Sandalenartiges und irgendwas Blusenartiges und. Das muss ja nicht zwingend was Blusenartiges sein, aber halt, weiß ich nicht, ein T-Shirt, was irgendwie nochmal ein bisschen anders aussieht als T-Shirt, die du sonst trägst. Dieses Essen ist ein Doppeldate und bei dem Date ziehst du dich halt nicht an wie immer. Ich weiß, das mag dir völlig neu erscheinen, ist aber so. Ah, das weiß ich. Das ist eine andere Art von Vorstellungsgespräch, denn du machst dich ja mit jemandem bekannt. Weiß ich. Ja, warum trägst du dann diesen Pulli? So. Weil das ein Pulli ist, den man für solche Gelegenheiten an... Es war ein langärmliges T-Shirt, sowas in der Art. Und ein einigermaßen anständiges. Sah aber halt nicht so special aus, sondern wie das, was du jeden Tag trägst. Verzeih. Okay. Das sieht nicht aus wie... Wie vielfarbig ist das? Einfarbig. Trage ich sowas jeden Tag? Nein. Es geht nicht darum, was du jeden Tag trägst, sondern... Okay, wir lassen das. Das bringt nichts. Diese Klamotten. Na, diese Klamotten, da wusste ich ja aus. Habe ich. Jutti. Dafür hat Billy gesorgt. Schmuck. Schmuck fürs Essen, nicht für die Disse. Was Kleines zur Zierat. Hast du Ohrringe? Ja, ich glaube, sowas hat Billy mir mal alles irgendwann. Das ist schon mal gut. So, na dann bist du eigentlich bereit. Gut. Sag ich doch. Hol dich ab. Da können wir im Auto fahren. Jo, ich muss mir noch eine Perücke besorgen. Alles klar. Mach mal so. Es wird lustig. Hast du eigentlich diese Serie gesehen, die ich dir empfohlen habe, diese alte? Community? Ja. Ja, ich bin jetzt bei Staffel 2. Ganz ausgezeichnet. Denk einfach immer daran, wir sind Troy und Arbit bloß nicht so cool. Und dann wird das nämlich auch alles lustig. Verdammt. Siehst du, jetzt bist du im richtigen Mindset. Verdammt. Ich sehe dich dann später. Jo. Kaban, sonstige Vorbereitungen, außer dass du einkaufst? Also, natürlich wird eingekauft für lecker, ne? Da gibt es halt ein Dreckgänge-Menü. Quasi. Das muss halt vorbereitet werden. Was brauche ich dann noch? Ja, ich ziehe mich halt auch relativ okay an. Was zieht man denn in der Disse an? Diese Klamotten. Quasi. Diese Klamotten, ja. Ich
Ja, ich was sieht man der Disse an? Es ist halt, weißt du. Ein Hemd. Ja. What? Ich bleib dabei auch. Ich zieh mir halt. Ein Hemd in der Disse? Leute, ja. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Lohnsklaven-Dissen. Bedenkt folgendes: Lohnsklaven rennen unter Umständen den ganzen Tag in Konzernuniform und zwar jeden Tag rum und oder Hemden, die halt dazugehören. Das heißt, die wollen flippig aussehen. Die sind dann richtig krass drauf. Die Neonfarben werden ausgedingst. Da werden das Cyberarm wird nochmal richtig schön mit so einer Folie überzogen, damit der blinkt und glitzert. Die Tattoos werden ausgepackt, die man sonst nicht zeigen darf. Die Haare gefärbt. Es geht rund. Jeder Stil ist vertreten, jeder Scheiß ist vertreten. Du musst auffallen, denn du bist den ganzen Tag in deinem kleinen Minibüro eingepfercht und tippst irgendwie irgendwas rum. Dementsprechend ein Hemd ist da nicht cool. Für den Abend trage ich ein Hemd, danach trage ich diese Klamotten. Ausgezeichnet. Was sind denn Kabans diese Klamotten? Arschloch. Das Ding ist, kein Stil ist quasi irgendwie falsch, solange das halt nicht. Du musst halt schon ein bisschen was hermachen, weißt du? Auffallen. Geil sein. Ja. Kaban ist halt ne muskulöser Typ. Deswegen muss er auch natürlich die Arme zeigen, muss er sein. Ja. Am besten geht er vorher noch, vor dem Doppeldate nochmal pumpen. So lange hält das nicht. Das ist egal. Das muss. Gut. Ja, es muss natürlich halt, die Schultern müssen frei liegen, dann muss das halt so ein abgewetzter Look sein quasi, weil ich bin ja halt quasi so ein bisschen, ne, der robuste Ork, Mann, der genau. Richtig, richtig, richtig. Dementsprechend Sunglasses at night, hallo, Standard. Ja, aber bitte keine schwarzen. Nee. Nur erlaubt, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht. Golden natürlich. Jawohl, du weißt es doch. natürlich. Natürlich vergoldete Kette um Hals, muss ja, ne? Wir sind ja Russen. Wir haben nichts gegen Russen, aber Goldketten. Goldkettchen sind Pflicht in Russland. Es geht nicht anders. Wodka ist halt Pflicht. Juti, weiter. Ja. Natürlich dann halt, ne, also so ein ärmelloses Shirt, Goldkette, goldene Sonnenbrille in den Haaren, die ich nicht hab. Und halt, ja, ich denke doch so eine Militär-Style-Hose, die aber natürlich etwas besserer ist und natürlich nicht im Wald taugen würde. Weißt du, dass ich halt immer noch den harten Kerl markiere, aber eigentlich das Zeug gar nicht dazu taugt. Ich bin ja auch, ne, also muss ja halt den harten Typen markieren, der ich auch bin. Oh ja, das bist du. Total. Ich denke, das ist jetzt klar geworden. Juti. alles klar. Das ist schön. Das ja. ist wunderbar. Das ist ganz also, prächtig. Zum Essen gibt's Shichi, Blini und einfach ein paar Schaschlikspieße oder was. Okay. Ja, ich denke, das ist eine coole Idee. Natürlich gibt es schwarze Shichi. Da gibt es einen Unterschied, alles klar. Ja, es gibt drei Varianten, glaube ich, oder so. Ich habe mich da mal, als ich Kaban erstellt habe, habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen. Ich finde es super, dass du dich so sehr mit dem Kochen beschäftigst. Das ist halt ein Hobby. Finde ich echt cool. Ja, es gibt da, warte, weiße, gelbe und schwarze. Die gelbe ist mit Safran, die schwarze ist halt mit mehr Pfeffer und anderen Schwärzen, also Gewürzen, die halt das Schwarz einfärben würden. Die sind aber teurer gewesen früher, dementsprechend ist das halt das Extravagante. Uhuhu. Und das ohne Safran oder anderen Gewürzen, Krams, ist halt einfach nur Zwiebeln und das ist halt das Bauernfutter. Was jeder kann. So. Okay. Bam. Wunderbar. Ich habe natürlich auch dementsprechend natürlich vorher auf alle Allergien geachtet von meinen Gästen. Juti. Ja. Jojo hat eine Doppeldate-Allergie, aber naja, was willst du machen? Ja, gut, das ist halt, da hat sie sich selber drauf eingelassen, selber schon. Das ist richtig. Du hast sie ja gefragt, was los ist, und sie meinte, das läuft. Tja. Easy. Also.
Freya wird sich natürlich auch sehr freuen. Sie selbst trägt jetzt noch einen etwas längeren Rock mit einer Strümpfhose und einer geschickt geschnittenen Obertrikotage. Na was? Ja, das ist so ein T-Shirt, wo du keine Ärmel und keine Träger hast. Weißt du, was ich meine? Ah. Ich dachte, du lässt mich damit davonkommen, aber na gut. Und ist schon halb vorgeschminkt. Aber nur halb. Und du weißt, du kannst ja, also ich sag mal, da ist schon so ein leichter, bläulicher Lidschatten vorhanden. Das wird bestimmt noch ein bisschen mehr ausarten. Hm. Lippenstift, ähnliche Farbe. Das ist, das wird halt schön. Dann werden natürlich die Gäste kommen. Gandhi hat sich eine Perücke besorgt. Das ist so eine Rockerfriese. Trägt Lederjacke und darunter ein ziemlich durchlöcheltes T-Shirt einer Band, die keiner kennt. Und wenn du sie googelst, dann wird sie schon gar nicht mehr zu finden sein. Oh, sehr gut. Vielleicht war es auch gar keine Band. und hat sich Pockennarben ins Gesicht geschminkt. Das ist ja der Einzige, der sich hier ein bisschen anstrengt. So ein bisschen jedenfalls. Und dann und halt auch eine Lederhose selbstverständlich. Mit einigen kettlichen Zieraten. Und Sprengerstiefeln. Auf jeden Fall. Es wird natürlich die höfliche Vorstellung kommen, wobei Gandhi sehr vorteilhaft durch Kaugummi-Kauen auffällt. Und dann werden die reinkommen, dann das Essen wirst du ja fertig gemacht haben, ne? Ja, ich bin da gerade am, ne? Ganz ausgezeichnet. Dann werdet ihr also dinieren und... Oh Gott, das wird jetzt super anstrengend. Scheiße, das hätte ich mir alles vorher überlegen müssen. Ja. Warte. Freya fragt natürlich, wie die beiden sich jetzt eigentlich kennengelernt haben. Alter. Ne, hey. Auf dem Konzert. Okay. Ja, hau doch mal raus. Ja, das war so. Du musst es einfach vorstellen, ich bin auf der Bühne. Das ist gerade richtig nice, ne? Das ist richtig, richtig nice. Und wir sind da gerade voll am Upspacen. Und der Veranstalter kommt dann plötzlich an und unterbricht mich, ich war schon im Weltall und wurde einfach richtig hart zurückgeholt und meinte, wir müssten das abbrechen. Ich so, wow, was ist hier los, Mann, Alter? Und er dann, ja, also es ist so, dass das Lied gerade, das wurde hier gemeldet von der russischen GEMA, dass irgendwie so ein Con das quasi jetzt angemeldet hätte und man weiß schon, Dingens. Und ich dann so, hey, das ist übelster Quatsch. Ich kenne das Lied, was wir jetzt machen, das geht nämlich und unseres geht nämlich so, weißt du? Und einfach trotzdem, bam, mussten wir abbrechen. Richtig scheiße, ich natürlich. Einfach nicht gut drauf. Wenn ich nicht gut drauf bin, dann, ja, dann, keine Ahnung. Also ich hab dann so eine Aura, das ist, so eine, weißt du, ich bin dann nicht aggressiv oder so. Ich weiß nicht, ich hab so eine Aura, die ist einfach dunkel. Die ist richtig dark. Und ich gehe halt so durch die Menge, richtig, ne, alle so auch voll traurig, weil die fanden uns halt schon ziemlich krass so, ne? Hatten damals so eine andere Besetzung und so. Aber es hat halt unseren Schlagzeuger gebrochen, so, weil er wusste, gegen die Korns kannst du nichts machen. Und ich gehe da halt so durch die Menge, alle machen mir so ein bisschen Platz, krieg so ein paar Klopfe auf die Schulter und da steht die da, ne? Quasi am Ausgang. Und was ist so ein. Ich meine, guck sie dir an, dass das. Jetzt guckt sie so, weiß ich nicht, ne, Schultern zurück und alles. Und aber da halt irgendwie. Hat sich mit ihm unterhalten, guckt zu mir, so dreht den Kopf so und direkt einfach die Schultern gehen nach vorn, sie wird gleich 5 cm kleiner und senkt den Kopf so ein bisschen und schlägt dann so die Augen aus, so erstickt die Augen nieder und dann guckt sie mich so an mit ihren Rehaugen, weißt du, und ich wusste einfach, boah, die sieht schon geil aus, ne,
Also ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du jemanden siehst das erste Mal, dann denkst du ja nicht, boah, die hat aber einen tollen Charakter. Ne? Aber ich sehe auch so. Also, ne? Und die auch so voll gleich irgendwie, ich glaube, es war einfach meine Aura, die sie irgendwie angezogen hat, so dass das... Ja, wie gesagt, einfach das Dunkle, ne? Und halt kurz ins Gespräch gekommen und dann eine schnelle Nummer hinten in meinem Pickup und danach haben wir uns aber noch voll gut unterhalten, so quasi hinten auf dem Pickup. Ich hatte so ein paar Decken und so einen Scheiß und dann haben wir einfach in den Nachthimmel geguckt. Hat natürlich nichts gesehen, weil alles voller Smogwolken war, ne? Aber das war dann so dieser Moment einfach, wenn du das so siehst, so wie der Himmel sich einfach verschiebt mit diesem Dunst und der brennt halt schon in der Nase und so, du weißt, wow, muss man langsam mal irgendwie, ne? Und das war einfach voll lustig plötzlich, es war so absurd, weißt du, erst dieser voll alles cool, dann dieser Downbreak, ne, wenn einfach die Konzerne kommen und dich und dir irgendwie wieder was wegnehmen wollen und genau, und dann war das einfach, wir haben plötzlich übelst losgelassen, voll die geile Stimmung, ne? Und keine Ahnung, danach ist sie halt noch mit zum Sinn gekommen, hat er erstmal gepennt, dann haben wir halt am nächsten Tag uns einfach gut unterhalten, hatten viel auf die gleiche Meinung und so. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass ich einfach Menschen dazu gebracht habe, sich nochmal anders zu zeigen, so die männliche Art oder die so ein bisschen durchsetzen und sich behaupten und sowas, sondern einfach auch mal die Weiblichkeit von Jojo, ne? Und das fand ich irgendwie total schön. Und ich hatte auch sofort gemerkt, sie hat das auch total genossen. Ich hatte irgendwie dann das Gefühl, dass sie das vielleicht nicht so oft kann, ne? Und dann keine Ahnung, dann hat sich das so entwickelt und wir haben dann auch nach 3 Monaten geheiratet, weil wir einfach wussten, wow, wir machen jetzt einfach ein Bekenntnis für uns. Und für irgendeinen Typen, der das dann halt irgendwie erstmal getan hat, ist klar. Er macht das einfach für uns, weil wir es einfach wissen und ja, so war das. Ich möchte jetzt bitte ganz kurz Jojos Blick. Ja, bitte. Alter. Also ein bisschen zusammenreißen muss Jojo sich gerade schon. Würfel doch mal bitte überreden. Bitte. Und Kaban, du gleich mit. Ich hab grad Spaß. Ich muss jetzt überreden würfeln. Achso, ja, Kaban, würfel mal für euch beide überreden. Kaban, würfel mal 6 Würfel für mich, bitte. Mein Überreden ist viel schlimmer. Ja, deswegen machen wir das ja heute. Ich will euch einen Anreiz bieten, das zu steigern. Ach, nur weil ich Überreden auf 0 habe. Easy. Oh, Charisma minus 1. Du hast wahrscheinlich trotzdem mehr Erfolge als ich. Wobei, du meine, du könntest ja Edge benutzen. Komm mal, war das, ne? Ja. Ich glaube, hinter der ersten Klammer hast du ein Leerzeichen gelassen. Sie. Haha. Bei beiden ein Erfolg. Gut. Nicht mehr Erfolge als du, aber immerhin. Ich hab gar nicht gewürfelt. Nein, ich meine als Jojo. Achso, okay. Mit meinen 2 Würfeln bin ich fast genauso gut, aber ich bin genauso gut wie sie mit ihren angeberischen 6. Das ist durchaus richtig. Nach SR4-Regeln hättest du einen Patzer gehabt. Scheiße. Juhu. Jojo muss ich ein bisschen zusammenreißen. Das Schöne daran ist, nur ihr beide seht euch gegenseitig. Ne, Freya hat da gerade eher nicht so auf euch geachtet. Obwohl sie zwischendurch mal Jojo so einen warmen Blick zugeworfen hat und kurz Krabans Hand zwischendurch ergriffen hat, ohne ihn anzusehen. Ah, ich bin gerade... Weil das ja so romantisch ist. Ja, warte. Die Ansage war Troy und Arbit. Die Ansage war, wir haben heute richtig viel Spaß. Und ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Das kann so auch sein. Die Ansage war, wir haben heute richtig viel Spaß. Jojo guckt verträumt. Gespielt. Oh Mann. Und etwas eingeschüchtert. Also ein bisschen verschüchtert. Und Kaba muss ich's Lachen verkneifen. Ja, es ist auf jeden Fall am Grinsen, und zwar fett am Grinsen. Ja, du hast, also so zwischendurch hast du mal gesehen, dass sie auch mal kurz irgendwie ein bisschen, also sie musste sich mal ganz kurz ein bisschen das Lachen verkneifen. Hehehe. Und dann setzt sie aber wirklich diesen verträumt verschüchterten Blick auf. Was jetzt passiert, ist noch viel wunderbarer. Und zwar... Wenn er das quasi beendet, dann ist ja erstmal kurz dieses, ne, man isst ja auch nebenbei. Aber Kaban, deine unzureichenden sozialen Kenntnisse, selbst die sagen dir natürlich als dann auch
Freyas leicht erwartungsvoller und wirklich auch fröhlicher Blick zu dir gleitet, dass du natürlich jetzt erschildern darfst, wie das bei euch war. Und auch wenn sie nicht erwartet, dass du das besonders emotional oder langwierig machst, ist es vielleicht auch nicht mit zwei Worten gegessen. Okay, ich muss gerade als Spieler, ich muss gerade kurz überlegen. Soll ich es der Outgame sagen? Wir haben uns in der Kneipe getroffen, wo ich mein Geburtstag. Zu deinem Geburtstag wusstest genau. Du nichts mehr danach, und aber offenbar hatte sie schon deine Comlink-Nummer und dann habt ihr euch zufällig getroffen als. Was habt ihr da eigentlich gemacht? Wir waren beim Ogaboy. Ihr wart beim Ogi, genau. Da hast du absolut recht. Dann habt ihr euch zufällig getroffen und dann habt ihr gedatet. Genau. Ja, es. Ne, dann gucke ich auch halt so, ja, wir haben uns halt in der Kneipe kennengelernt und ja, es war halt mein Geburtstag. Ach, aber, Schatz, du kannst das viel besser erklären als ich. Bam! Spiel ihr den Ball einfach zu. Das übliche. Nein, du kannst das viel besser erzählen als ich spiele. Nein, du legst auf, du kleiner Spast. Genau. Natürlich mit einem süffisanten Lächeln. Süffisant ist, glaube ich, nicht das, was du meinst, aber das ist nicht so schlimm. Ja, das ist richtig. Mit einem. Ich weiß, was du meinst. Genau, mit dem Dingsbums-Lächeln, dessen Namen mir nicht einfällt. Mir fällt es gerade auch nicht ein. Spitzbübisch? Nee. Einfach nur, weil du, wie ihr beide wisst, nicht zugeben willst, dass du dich an den Abend einfach nicht mehr erinnerst. Ja, natürlich. Das weiß ich auch, dass ich das nicht zugeben möchte. Wahrscheinlich. Ja, dann erzähl doch einfach mal den Teil, woran dich ja wieder erinnerst. Ich meine, irgendwie, ich gehe mal nicht davon aus, dass du dich an gar nichts mehr erinnerst, so jetzt von den letzten Monaten. Oder? Ja, komm, aber dich kenne ich doch. Ich meine, du hast mir so viel erzählt von früher, also. Also ich meine, wir haben uns ja nicht mal oft gesehen und, ne? Ja, es ist, ja, wir haben uns halt da kennengelernt, es war auch, sind halt gut ins Gespräch gekommen. Ich war halt sehr witzig. Davon nichts mehr. Ja, nur so Kleinigkeiten halt. So. Ne? Schämen. Und, genau, schämen. Es war halt ein sehr feuchtfröhlicher Abend. Und ja, dann haben wir uns halt, bei einem Bekannten, wir waren halt beim Bekannten gerade zu Besuch und ja, dann lief sie mir einfach über den Weg nochmal. Das war so quasi Wink mit dem Zaunfall hier. Lieder. Nimm sie dir. Ja, und dann haben wir uns angefangen zu daten nochmal. Ne? Das ist so. Ja. Was soll man da großartig sagen? Ey, Mann, ey, ich verstehe das. Ich bin auch eher so der ruhige, stille Typ. Ich muss auch nicht über alles 5 Jahre quatschen. Und wenn es passt, und ich meine, dann sieht man das ja, ne? Guckt euch mal an, eben. Wenn ich hier sitze und euch beide angucke, ja, da, manchmal, da gibt's auch einfach keine Worte. Ich verstehe es einfach schon, ja. Eben. Alter. Ich weiß nicht mal, ob ich Spaß hab oder ob's weh tut. Solltest du Wedding-Planner werden? Oh, Mann. Das ist so, leider nicht möglich. Ich hasse solche blöden beschissen Gespräche sowieso schon, immer. Deswegen bist du ja auch in der Gruppe. Ja. Aber heute erweitern wir unseren Horizont. Sehr schön. Easy. Sie wird natürlich nach seiner musikalischen Karriere und zu seinen aktuellen Projekten fragen, was natürlich Aussprache, einfach weil ich jetzt nicht die beiden miteinander reden lasse, das machen wir nicht. Es stellt sich also heraus, dass er natürlich viele sehr vielversprechende kleinere Gruppierungen hatte, mit denen er musikalisch auch quasi jedes Mal auf dem Höhepunkt seines Lebens war und eigentlich sehr konstant auf dem Höhepunkt seines Lebens, jedenfalls musikalisch, ne? Aber es zieht sich halt immer wieder die Geschichte durch, dass einfach man in der Musikindustrie nichts werden kann, weil die Konzerne halt die Industrie sind und die ficken dich halt. Und da sagt er auch so, da presst sie ein bisschen die Lippen aufeinander, so umfeiner Sprache. Und Jojo lächelt ein bisschen entschuldigend. Ja, natürlich. Ja, ich weil die sich dann auch ein bisschen mehr auf. Bitte? Ich decke dann halt zwischendurch auch mal die anderen Gänge und so weiter auf und so weiter und so fort. Hm. Er steigert sich auch so ein bisschen rein in seiner Abneigung dagegen, was ihr natürlich, ne,
Wo sie natürlich nichts sagt, aber ist ja klar, dass sie das nicht anders sieht. Jojo legt ihm irgendwann dann die Hand auf den Arm, damit er ein bisschen wieder runterkommt. Ah, tut mir leid. Also, es ist einfach so, es macht mich manchmal einfach so fertig. Weißt du, wenn du weißt, das ist richtig guter Stuff, den du hast, aber du hast einfach, du kommst nicht zu den Menschen durch. Und für mich ist ja Musik einfach auch nicht nur verkaufen. Klar, ich will davon leben und, ich habe ja auch schon jetzt Einnahmen, ne? Das ist ja nicht so. Aber du kommst halt gar nicht durch, du kannst gar nicht mit der Musik irgendwas, weißt du, ich will auch einfach den Menschen, dem will ich was geben, ja. Und halt nicht nur ein Ohrwurm und dann kaufst du dir das nächste Album, sondern ich denke in mir Gefühle. Auch, ja, in mir ist einfach auch so viel, was ich weitergeben möchte, auch an viele Menschen, weil ich denke, das, weiß nicht, in meinem Bekanntenkreis habe ich immer das Gefühl, es ist einfach echt viel von mir da, was ich weitergeben kann. Das hilft auch den Menschen. Und das kann ich halt leider einfach nicht in so größer transportieren, weil mir immer ein Strich durch die Rechnung macht. Sorry, ich wollte es hier nicht. Aber ja, so ist das. Alter Schwede, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alter Schwede. Ja, ich kann schon nicht mehr. Ja. Ist quasi so, wenn er dann halt davon mal so diese Konzerne angreift, kriegt sie natürlich auch mal so einen beschwichtigenden Arm quasi von wegen, greif ihn jetzt nicht an, das ist so, blöd, der ist halt so quasi. Das würde sie nie. Ja, ja, aber auch so einen entschuldigenden Blick auch von mir quasi, so, ja, ne? Nee, das, sie würde doch nie die Stimmung kaputt machen. Sehr gut. Natürlich ja, nicht. Ja, ja. ich brauche noch ein paar andere gute Themen. Ja. Scheiße, warte, ich hatte heute irgendwann welche. Aber die wurden dann einfach ausgelöscht, weil ich eine Stunde auf den Zug gewartet habe. Warte. Abfahrt. Zug. Ja, Junge. Tschu. Nach Narnia, du weißt ja. Nee. Ich hab ein Problem mit Zügen in Rollenspielen, das geht nicht. Verständlich. Ja, danke. Ich bin da etwas geschädigt. Neulich bin ich bei H&M vorbeigelaufen und bin ich dann schreiend weggerannt, muss ich sagen. Die guckten so seelenlos. Diese scheiß Puppen. Ja. Ich sehe schon, ich habe bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Tatsächlich. Er wird sich dann entschuldigen, natürlich fragen, was sie überhaupt beruflich macht. Er wird sie das ein bisschen erzählen. Und, macht er das? Ja, er wird quasi ihr zu verstehen geben, dass er das sehr bewundert, wenn jemand für so geringe Anerkennung, und damit meine er nicht mal nur Bezahlung, so einen harten Job, es ist ja auch ein harter Job, ne? Ist total ein harter Job. Hehehe. macht und, ne, so, bla. Ich hatte gerade schon wieder fast. Ja! Oh, das ist so gut! Schön. Und zwar, sie hat nämlich Interesse, wie das dann bei ihrer Hochzeit war. Also Jojos und Oles. Und er wird dann halt sagen, dass sie das wirklich einfach nur privat gemacht haben für die beiden. Denn es ist ja nur für die beiden und sie brauchten auch einfach keine Menschen. Denn das war ja irgendwie Fehl am Platz gewesen. Es war die Verbindung zweier Menschen und nicht die Verbindung zweier Familien. Ja, er hat sowieso mit seiner Familie. Das ist halt ein bisschen problematisch. Und dann ist natürlich, steht die Frage bei ihm im Raum. Ich meine, ihr kennt euch noch nicht so lange. Aber ob zum Beispiel du, Kaban, dir generell vorstellen Alter. Könntest. Eines Tages. Das Ehegelübde abzulegen. Erfüllend und warm soll es dich begleiten. Ich grinse natürlich, also ich dir Struktur lächel, geben in dieser wandelhaften Ich lächel Freya natürlich an. Guck ihn an und ich töte ihn mit meinen Blicken. Also das, das war auf, bei uns nein. Noch gar kein Thema. Also, es wäre auf jeden Fall jetzt noch viel zu früh daran zu genau. Denken. Ich weiß nicht. Das genau, das ja. Wir sind noch in der Phase, wo sich auch viel entwickelt und viel ergibt und irgendwann lohnt es sich mehr darüber nachzudenken als jetzt und ja. Genau. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange quasi. Du kriegst eine Nachricht von Gandhi, Fehler.
Das macht Spaß. Ja, dann auch ja, dasselbe ist ja quasi. Also so die Situation ist ja gerade bei Jojo und mir und Kindern. Also da wissen wir auch noch nicht. Da entwickelt sich auch noch viel. Ich denke, irgendwann möchte ich schon Kinder, weiß nicht, 4. Ja, so kleine Raufbeulen sind doch. Moment, 4? 4 ist voll die gute Zahl, glaube ich. Darüber haben wir aber noch nicht gesprochen. Haben wir nicht? Achso. Also. Mit wem hatte ich denn darüber gesprochen? Mit deiner Mutter. Ja. Wieso redest du mit meiner Mutter über Kinder? Keine Ahnung, es hatte sich so ergeben. Wir hatten irgendwie. Ja, weil bei ihr die Nachbarn, da war irgendwas mit deren Kindern. Und dann kam mir halt drauf und ich habe halt das erzählt, was ich mir schon immer dachte. So, ja. Ich meine, sie rief halt an und ich wusste, dass du bestimmt nicht gern mit ihr sprechen wolltest. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich meine, so eine nette Frau, ich hab ihr indirekt viel zu verdanken, ja. Und so. 4? 4 ist eine gute Zahl. Ja, du musst sie auch nicht kriegen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Also ich finde, Leihmütter sind eine gute Sache. Ja, noch jemand Wein? Ich mag dich, Deli. Ich mag dich sehr. Leihmütter. Ja, was? Entschuldigung, du hast es angefangen. Nee, ich hatte damit kein Problem. Ja, es ist ja einfach so. Das geht gerade gar nicht. Ich kann. Super. Ich kann das einfach nicht verantworten. Ich meine, mein Kinderwunsch ist groß und ich weiß, bei dir ist es eigentlich genauso. Aber ich kann das einfach nicht verantworten, dass ich deinen Körper so auszehre, ja, indirekt, und dass du, ich meine, du kannst lange nicht arbeiten, das ist fraglich, ob man dich danach noch nimmt. So, ne? Als Jäger ist halt eh so, als Frau hast du ja schon super viel geleistet, ne? Und dann auch mit all den anderen Sachen und so. Und es gibt halt Leute, die einfach. Und quasi, das ist ja normale Dienstleistung, ja, das ist ja wie Prostitution, das ist eine normale Dienstleistung, die bieten ihren Körper, damit quasi einfach da ein Kind ausgetragen werden kann. Das ist auch für die erfüllend, ne? Entschuldige bitte, aber wenn Kinder, dann möchte ich mein Kind doch auch bitte selbst bekommen. Und 4, so, ich glaube, da sprechen wir nochmal ein andermal drüber, oder? Na, wieso denn? Wir können das doch jetzt hier, ich meine, das ist doch, stört dich doch nicht, oder? Das ist eine entspannte Runde. Ja, präsentiert aufeinander und nicht ganz froh. Du wolltest bestimmt, also ich bring gerade neue Sie Getränke. Greift deine Hand und drückt zu. Ja, und ich bring halt gerade neue Getränke und es passiert mir ein kleines Malheur. Oh, Alter, jetzt hier an der Scharfen, ihr Schütze, ihr Schossen. Dass ich ihm quasi ein kleines, dass ich halt, dass ich pack das nicht auf seine Klamotten, sondern so quasi an ihm vorbei, sodass er aufspringen muss, um nicht getroffen zu werden. Pass auf, jetzt kommt's. Macht er nicht. Oh, das... Er wird getroffen. Aber macht gar nichts, Mann. Ist okay. Was ist denn? Ja, ich hab mir serviert, ist ja... Ist ja okay, so. Alles tut mir echt... Sorry. Ist eine Lederjacke, Mann, das kann passieren. Ja. Wo waren wir gerade? Weiß nicht, aber in den Club, den wir gleich wollen. Ne? Ach so, ist schon soweit. Ja, dachte ich, ne? Also, oder nicht? Ach so, ja, ihr müsst euch ja noch aufhübschen. Ja. Also, wow. So, ich meine. Ne? Der letzte Touch. Den machen wir auch noch gerade. Komm. Ey, wir räumen das schnell weg und dann. Genau. Jo, dann wird ihr mit dir den Scheiß in die Küche bringen. Freya wird natürlich dir, falls du noch benötigst, aus ihrem Schminkköfferchen, das in Kavans Badezimmer steht, aber nur für diesen Abend, vielleicht, quasi etwas feilbieten, wenn du es denn bedarfst. Und sie wird über den belanglosesten Scheiß sprechen, der gerade in den Nachrichten ist, ne? Das ist, du hast quasi jetzt Glück gehabt dadurch. Ach, so, ich hatte da gerade Spaß dran. Ja, ich weiß. Aber sie nicht so. Ja. Und ich gucke den Typen auch einfach nur in der Küche an, so, Alter, was? Ich überlege gerade ernsthaft, ob Jojo sich entschuldigt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre sehr angemessen. Du musst mal bedenken, es ist unvorteilhaft, wenn weiterhin sie was mit deinem Stecher zu tun haben will, aber sie wird auf jeden Fall auf dich immer wieder treffen. Das ist richtig. Lass erst mal Kaban machen, der hat angefangen.
Oh, Entschuldigung. Ja, so, Alter. Hm? Das ist schon ein bisschen hart gerade, oder? Wenn es nicht ein bisschen unangenehm wird, wie sollen wir dann Spaß haben? Hattest du keinen Spaß? Ich habe jeden Tag vorm Spiegel gestanden und mir diese Rolle eingetrichtert, Mann. Ich will hier auch was erleben. Und jetzt, wo wir in den Club gehen, könnte es so schnell vorbei sein und ich wollte nicht, dass es vorbei ist. Ja, also er reckt nochmal den Kopf so quasi so, dass die den auf wirklich nicht hören. Ja, aber muss nicht so übertreiben, oder? Das ist übertrieben? Ne, ich meine so... Also wenn das so mal, das ist ja mal gar nicht übertrieben, ja. Ja, jetzt so ein Beziehungsstreit von der... Das ist doch genau das Richtige. Genau solche Spannungen brauchst du. Und mach dich schon mal bereit, das hast du auch jedes Mal so ein bisschen. Und das wird schlimmer, je länger die Leute dann zusammen sind, weil dann hakt es, ach, du weißt, dann kommt hier das Vorwurfskarussell und dann, du weißt, wie es ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, aber... Nee, glaub mir, das ist ein gutes Maß. Echt? Ja, die wird jetzt Mitgefühl für Jojo entwickeln. Aber halt, ne... Wird sich nicht trauen, was zu sagen, aber das ist voll gut, was da gerade läuft. Ja, aber sie soll ja auch nicht so viel mit Jojo abhängen, weil... Ne, Gott, das wird sie auch nicht. Wie kann sie denn gut mit jemandem abhängen, der mit so jemandem zusammen ist? Okay, gut, das ist ein guter Plan. Aber ich meine, sie wird dann auf jeden Fall immer denken, wenn sie sieht, die hat's ja auch nicht leicht. Und ich hab so einen tollen Mann. Die braucht auch mal einen Freund, weißt du. Vaterprobleme. Ach, die Vaterprobleme, die sie hat, die habe ich noch gar nicht angesprochen. Das müsste ich aber irgendwann noch machen. Na, mal gucken. Auf jeden Fall, so ist es doch. Bleib mal ganz locker. Schön den Hoden baumeln lassen. Aha. Okay, Bier? Nee, du, danke. Wie jetzt? Ehrlich gesagt, es ist eine gewisse Anstrengung und ich brauche meine geistigen Kräfte. Oh, der junge Mann legt sich wirklich ins Zeug, ja. Du denkst, du, nee, das hier ist so eine, weißt du, wir standen zusammen am Pissbecken. Alles, Junge, alles mache ich heute. Jo, Bro, Mann, danke. Du willst, grabe ich hier auch an, aber das glaube ich nicht vorteilhaft. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, mache ich auch nicht, Quatsch. Aber ich grabe vielleicht irgendjemanden an, so ein bisschen. Ich glaube, das ist noch eine gute Sache. Jo. Alles klar. Aber das wirst du natürlich nicht Jojo sagen, denn die muss auch ein bisschen ihr schauspielerisches Talent üben. Ja, ich werde dir dann sagen, so von wegen, dass sie mal ausrasten soll oder so. Nee, das musst du ja nicht sagen. Die wird schon wissen, wie sich zu verhalten hat. Sie macht das doch ganz gut. Gibt's da ja auch nicht viel zu meckern. Von daher, es ist doch schön. Ja. Siehst du. Gut. Ja, dann. Oh Gott. Nee, auch einen schnellen ein Abend. Ja, ja. Im Badezimmer. Betretenes Schweigen. Ja, nee, eigentlich, wenn sie dann ins Badezimmer gehen, die Tür wird ja dann wahrscheinlich schon so angelehnt. Nee, die wird doch zugemacht, oder? Okay. Ja, Jojo, wenn sie dann die Tür geschlossen hat, dann kommt auch ein etwas erleichterter Seufzer. Das tut mir leid, es war wirklich vielleicht ein bisschen... Nein, das ist doch alles okay. Freue mich doch, dass ihr da seid. Das hätte nicht sein müssen. Es war... Ja, es kommt vor. Ich meine, ist doch jetzt... es tut mir wirklich leid. Jojo, du musst dir da keine Gedanken machen. Sie legt dir eine Hand auf die Schulter. Fast mütterlich ist ihr Blick. Nee, das heißt, du musst dir Gedanken machen? Macht sie nicht, sie schreckt zurück. Ja. Sehr schön. Sie nimmt die Hand natürlich dann weg. Ist wirklich alles okay? Okay. Okay, dann kommt jetzt das belanglose Gespräch. Übrigens wird dir in diesem Moment Folgendes bewusst. Körperliche Nähe, bei der reagierst du ja zurzeit etwas empfindlich. Ich weiß auch nicht, warum. Du gehst in eine Disse. Ich weiß. Und du hast es vorgeschlagen. Ich weiß. Alles klar. Jutti. Ihr werdet euch dann abfahrtsbereit machen. It's the best day of your life. Gandhi hat sich natürlich auch Dissen fertig gemacht, indem er sich einfach eine andere Lederjacke anzieht. Das ist mein Ernst. Geilster Typ, Sie trägt
Ich will das nicht Rock bezeichnen, weil das ist so ein Rock, wo du dir vorstellen musst, ganz viele Schlitzer drin sind und so einfach nur noch Streifen, die da quasi runterhängen. Natürlich ist er eher kurz. Und eine Netzstrumpfhose und richtig hohe Stiefel aus Lack. Nee, lieber nicht. Nicht aus Lack, Abbruch. So schlimm wird's noch nicht. Und dazu ein überbauchfreies Top. Mit überbauchfrei meine ich, dass es halt höher als das normale bauchfrei ist. Also, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Gut. Und natürlich ein angemessenes Maß Schminke. Natürlich solche, die richtig gut zur Geltung kommen, wenn das von Licht beschieden wird. Und Schmuck. Außerdem eine geile Frise. Sehr gut. Sie wird in den Arm genommen, geküsst. Weil sie ja die hübscheste Frau auf dem ganzen Planeten ist. Alter. Ja, ist sie auch. Weiß sie auch gerade. Freut sich auch, dass sie sich mal wieder also ausmachen quasi, konnte. Ne, sie wird quasi umarmt, dann wird sie halt ein bisschen hochgenommen, sodass sie halt keinen Kontakt mehr zu dem Boden hat und dann wird sie geküsst. Jutti. Das Ding ist, damit ist sie jetzt riesig. Sehr schön. Wie auch immer. Die freut sich auch offenbar, dass sie sich mal wieder rausmachen kann, weil wie gesagt, beim Konzern ist man halt immer derselbe graue Typ wie der Typ nebenan. Jojo. Haben wir eigentlich über dein Disney-Outfit jetzt gesprochen? Nicht genug. Wieso? Ich weiß doch ganz genau, dass du einen Jojo-Kleiderordner hast und ich weiß, dass du doch in der Zwischenzeit gegoogelt hast. Erzähl mir doch nichts. Na, aber ich habe kein... Hä? Hast du kein Disney-Outfit jetzt gegoogelt? Ich bin enttäuscht. Ja, doch. Dann zeig doch mal her, das Zeugnis. Junge. Naja... Daddy muss doch wissen, was hier passiert. Genau. Und der Zuhörer. Der Geneigte. Der wird das wahrscheinlich nicht kriegen, weil das ansonsten zu... Ich kann das als Link unter das YouTube-Video posten, das mache ich jetzt immer. Ein Link ist ja scheißegal. Machst Im Video mache ich wirklich? Das nicht. Ich habe das schon echt oft gemacht. Mit so Bildern, die wir hatten, zum Beispiel die ganzen Bodenpläne und so. Sowas in der Art. Nur, dass dieses komische Unterteil da keine... Nicht so hoch geht. Keine, Keuschheitsgürtel-Ausmaße hat. Wow. Also ich finde auf jeden Fall... Das, ich finde, das passt perfekt in den Club. Du kannst dir vorstellen, Kabern, so halt, ne? Das, kommt das auf ist jeden auf jeden Fall rein. Voll normal, was dort abgeht. Also, ihr kommt dahin ins Omega oder Epsilon. Hab's vergessen. Omega. Easy. War bestimmt Epsilon, aber es mir jetzt... Epsilon war's, aber es ist egal. Das wechselt halt alle paar Minuten mal. Ja, der erste Floor ist der Alpha und dann der Beta, Gamma und dann haben wir es vergessen. Auf jeden Fall. Ihr werdet nach einiger Wartezeit hineingelassen. Freya stört da auch nicht die großzügige Spende, die man beim Türsteher entrichtet. Um da vielleicht, ne, so. Bisschen und schneller dran vorbeizukommen. Dann habt ihr da drin quasi pulsierende Massen von Lohnsklaven, die in dem Stroboskop, was so schnell umschlägt, dass du irgendwie dein Auge so aller zwei Bilder mal kurz aussetzt. Und ich weiß, dass sie eine Blitzkompensation hat, aber die geht erst später an. Und warum? Weil ich das sage, damit der Eindruck für euch mal geweckt ist. Ach so. Auf jeden Fall, Drogenkonsum scheint dort nicht so mega zu sein. Oh Gott, ich glaube, ich habe was verplant. Mach mal weiter. Alkoholgenuss ist durchaus möglich. Und dann hast du diese riesige Tanzfläche mit den ganzen verschwitzten Leibern, die sich da aneinander pressen und irgendwie versuchen, keine Ahnung, zu tanzen und völlig auszurasten. Und alles ist bunt und leuchtet und überall sind irgendwelche richtig gut herausgemachten Cyber-Gliedmaßen und so ein Scheiß und es ist flippig und es stinkt so hart nach Schweiß, dass man sich wünschte, man hätte einen Respirator. Also Schweiß kombiniert mit Nuttendiesel, das ist ja immer die perfekte Kombination, ne? Vor allem müsst ihr euch vorstellen, so ein Ork-Moschus, der hat ja schon einfach ein größeres Volumen, was er nimmt. Und hat eine größere Oberfläche, als ist wirklich ein Traum. Ist jetzt schon ein bisschen geil. Ich bin mir nicht sicher. Ist es wirklich so voll oder ist es da ein bisschen leerer? Es ist brutal voll. Selbst wenn du hast halt auch
die Chillout-Lounges gehen einigermaßen, weil die aber auch von den Menschenmassen begrenzt werden. Das heißt, du hast so von einem Typen und du kannst halt nur rein mit den Leuten, wie viele halt rein sollen, wenn da gerade Plätze frei werden, ne? Sodass da halt niemand steht. Und ansonsten, du kannst halt, sobald du reinkommst, zur Garderobe und dann zur Bar, da kannst du dich halt keinen Millimeter bewegen, ohne dass nicht jemand dich anstößt. Hast du dir gut überlegt, das ist so, oder? Ah, total. Willst du mal Selbstbeherrschung werfen? Ich glaube, das wäre angebracht. Kaban, das sind 8 Würfel. Du kannst froh sein, dass da kein Screamo läuft, ne? Sind nur 2 Erfolge. Naja, also sie ist merklich angespannt. Also auch so, dass sie es gerade nicht verstecken kann. Das Schöne ist, Freya hat keine Blitzkompensation. Sehr gut. Du kriegst eine Textnachricht, alles gut. Geht so, komm zurück. Das sehe ich. Gibt es irgendwas, was ich tun kann? Nein. In dem Moment greift Freya deine Hand und zieht dich weg. Zur Tanzfläche. Na super. Denn dafür sind wir da. Richtig. Die erotischen Dance-Moves sind natürlich im Anschlag, ne? Ja, die... Beschreib doch mal deine erotischen Meine erotischen Dance-Moves. Ja, bitte. Oh Gott. Das war nicht ernst gemeint. Kaban erklärt die Welt. Nein, Ich meine, sowas ist oft unbeschreiblich, deswegen. Ja, die erotischen Dance-Moves gehen auf jeden Fall richtig ab, gerade. Ja, das reicht mir als Beschreibung. Sehr gut. Und dementsprechend Vollkörperkontakt zu der kleinen Angebeteten. Vollkörperkontakt erinnert mich immer an Football, Junge. Kamera ja. Kommt rein. Ey, du! Puff. Läuft. So. Easy. Jojo, was machst du so in der Zeit? Sie sucht sich irgendein Plätzchen, wo sie... Nein. Der einzige Ort, wo du nicht vollkommen eingekerkert bist, ist auf dem Frauenklo, aber da ist halt gerade eine riesige Schlange davor. Überraschung. Männerklo? Nee. Gibt's nicht. Natürlich, ich glaube, selbst da ist halt eine einigermaßen lange Schlange. Verdammt. Und ich glaube, auf dem Männerklo könnte es durchaus sein, dass du auch einigermaßen bedrängt wirst. Das, ich glaube, ist nicht der Sinn der Sache. Das stimmt allerdings. Ja, hast du dich verlaufen, Schätzelein? Ich vergaß. Ich will meinen Aztec-Billermann zeigen. Das ist der von dem Jaguar. Nur nicht so behaart, oder? Doch, willst du draus finden, Schätzelein? Nicht? Alter. Schon ein bisschen geil. Ja, schön. Ich habe auch so eine Katzenzunge, auch so großflächig und so beweglich, sag ich dir. Wusstest ist die auch du, so rau? Löwen, die können bis zu 10 Liter mit einem Zungenschluck in den Magen befördern. Weißt du, was ich da schlecken kann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 10 Liter sind. Nein, ich glaube, es ist 1 Liter oder sowas. War auf jeden Fall eine ziemlich krasse Zahl. Ja, das mag sein, aber ich glaube nicht, dass es 10 Liter sind. Ja, aber der Aztec-Typ sagt 10 Liter. Ja, aber sie ist ja nicht auf dem Männerklo. Warum sollte er das also sagen? Das kann ich dir sagen, weil er dich gerade gesehen hat und besoffen ist. Okay, dann dreht Jojo sich nur zu ihm um und... Dein Vorteil ist, du hast kein Wort von dem verstanden, was er gesagt hat. Ach so, ja, dann ist ja gut. Wenn er mich in Ruhe lässt, dann dreht sie sich einfach um. Ja, ich sag mal, es sind einigermaßen eindeutige Gesten mit vorhanden. Dann zeigt sie ihm Mittelfinger und geht. Hm. Das ist jetzt aber sehr unbefriedigend für ihn. Das ist aber ungefähr der Durchschnitt von dem, was ihn die Nacht erwarte. Ich meine... Aber gut, jeder wird mal fündig. Er findet eine, die genauso strucktis wie er, und dann ist alles gut. Auf jeden Fall. Ja, das läuft gut. Dann bemüht sich Jojo irgendwie, sich zusammenzureißen und irgendwie wieder halbwegs klarzukommen. Juti. Wo bist du? Ich meine... Zumindest in Bewegung bleiben, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das Schöne ist ja in dem Club, dass es nicht, also es ist möglich, seine Persona auszuschalten und sein komisches Profil da, aber wer das macht, der, ne, ist natürlich einfach raus. Sowas machen nur Terroristen und Diebe und Kriminelle. Wenn du nichts zu verbergen hast, dann sagst du natürlich deinem Konzern oder anderen Leuten alles. Das ist ja ganz logisch, das Prinzip. Und das heißt, Freya kann dich immer finden. Und das heißt, sie möchte natürlich auch mal mit dir dancen. Freundinnen dancen ja auch gerne mal. Und das heißt, sie wird irgendwann bei dir auftauchen.
Vielleicht, Alter. Wenn Kaban gerade pissen ist oder ihr und sich was zu trinken holt oder so ein Scheiß. Und natürlich wird sie dich auffordern. Sie wird dich diesmal nicht einfach an der Hand ergreifen, was nicht an ihrer ungemeinen Empathie liegt, sondern weil sie gerade dafür keinen Platz hat, aber sie würde das halt schon bedeuten. Du hast gedacht, es wird leicht. Total leicht. Jojo hat ja am Anfang ein bisschen Zeit. Die wird sich, wir hatten ja gesagt, mehrere Dancefloors. Ja. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es dort auch einige geben wird, bei der etwas unpopulärere Musik läuft, sodass da etwas weniger Menschen sind. Nein, Konzerndrohnen hören nur Konzernmusik. Sie hören das, was gerade in den Charts ist. Und das ist das, was der Konzern will, das gerade in den Charts ist. Weil das sowieso immer das Gleiche ist, mit leichten Abwandlungen. Ja, sowas nennt man auch heutige Popmusik. So. Aber es sollte doch ein etwas neutralerer Club sein. Ja, der ist doch auch neutral, aber dann sind es halt gemischte Charts, weißt du? Von allen. Ich meine, letztlich ist es doch so. Popmusik ist doch das, was Großkonzerne dir erzählen, was gerade Popmusik ist. Das heißt, es ist scheißegal. Mist. Der ist neutral, sodass Freya da überhaupt kein Problem hatte. Das Ding ist nur, mit solchen Clubs, wie der einer ist, kennst du dich ja auch nicht so gut aus. Das heißt, du wusstest nicht vollkommen, was dich erwartet. Nein, es gibt keine Idee an Dancefloors. Scheiße. Ich vergesse immer, wie groß die Sprawls sind und wie viele Menschen da eigentlich leben. Heute habe ich mal dran gedacht und das macht mir gerade große Freude. Okay. Yay. Übrigens, auf dem, wo Sigurd mit dir dancen will, wird wenig später Schaum herabregnen in rauen Mengen. Geil. Weiß Jojo das? Ich sag mal, noch nicht. Yay, das okay. Wird spaßig. Ja, Jojo kommt eh nicht drum rum. Nein, das kommt sie nicht. Nee, das kommt sie nicht. Es gefällt ihr nicht, aber sie kommt nicht drum rum. Ich meine, das Ding ist tatsächlich, ist zwar mehr Bewegung auf der Tanzfläche, aber es sind nicht mehr Menschen, weil es überall völlig beknackt voll ist. Ja. Ach, ist das schön. Irgendwann wird dann auch nach dem vierten Lied, ich möchte das richtig stellen, das sind ja Tanzmischungen, irgendwelche Zusammenschnitte, das heißt, ein Lied wird schon 7-8 Minuten gehen, ne? Wird er, also sagen wir nach dem dritten halben wird er natürlich kommen und Freya eine Nachricht schicken und an dich auch gleichzeitig, dass das euer Lied wäre, wenn es nicht geklaut worden wäre und dich dann quasi entführen zur Bar. Gut. Aber das muss sie ja nicht wissen. Und, ja. Es regnet übrigens eine raue Menge Schaum. Aber nicht an der Bar. Du bist noch nicht bei der Bar, weil wenn so viele Menschen da sind, brauchst du noch eine Weile. Sie erschreckt sich. Ja, du erschreckst dich vor allem, Alter. Weißt du, was dir die ganze Zeit passiert? Weißt du, wie viele Leute dir an den Arsch greifen? 24-7? Ich meine, das sind auch Zwerge, die können da auch ihr Gesicht reindrücken und manchmal machen sie das ohne zu wollen. Ja, ich glaube das sogar nicht. Oder? Ach, du meinst von der Größe her? Ja, ich denke, dafür ist sie zu klein. Ja, ich meine ungefähr in die Körperregion, scheiß drauf. Ja, okay, das ist richtig. Und dann kriegst du immer Ellbogen in die Fresse und so. Es ist also ein wunderschöner Tag im Leben eines Shadowrunners. Yay. Fuck the system. Ich werde mir meine Freundin natürlich auch irgendwann wieder schnappen. Das ist schön, du, warte, würfel doch mal bitte, Edge. Sie hat den falschen Abern gefunden. Glauben wir nicht meine Ideen? Sein böser Doppelgänger. Ich kann das erklären. Der sah besser aus als du, Kaban. Oha. Okay. Zwei Folge. Du kommst gerade dann, als sie mittelmäßig genervt ist, ob der Aufwartung eines Typen und kannst du natürlich in deiner orkischen Männlichkeit, in deiner kabanischen Finesse, in deiner Perfektion davonscheuchen und ihm mit deinen Muskeln das wird ganz verdeutlichen. Das wird ganz einfach. Ich gehe einfach zu ihr hin, ne? Ganz normal, leg ihren Arm um ihre Taille, küss sie und frag sie halt ganz laut, na Schatz, alles okay? Das wird sie nicht verstehen, aber das ist, ja. Die Geste reicht schon, damit er das weiß, das ist mein Territorium jetzt. Ja, er versucht dann nochmal irgendwas mit Worten. Er kriegt dann halt, Ich meine, du hörst ihn nicht, aber ich meine, man kennt das doch. Der Junge, jetzt guck ich den an, den Schlappschwanz, ich bin und so weiter, aber er kriegt natürlich einen vernichtenden Blick quasi von mir. Ich lasse dich jetzt mal nicht einschüchtern würfeln, aber passt schon. Gut.
Der ist so groß und der hat so dicke Muskeln und so hässlich ist er auch. Alter, mit dem legst du dich halt nicht an. Eben. Nicht mal Haare hat er. Aus Gründen. Aus Gründen. Ich hab mir jedes Mal ein Haar mit der Wurzel und dem Haarfollikel rausgerissen, wenn ich jemanden umgebracht hab, Junge. Deswegen habe ich keine Haare mehr auf dem ganzen Körper nicht. Das klang sehr schön. Ja, hin und wieder kein Bienchen verdient. Ein was? Ein Bienchen hast du dir verdient. Oh, das ist ja, aber süß. Das hast du ja schon dabei. Und was für ein heißes Teil. Die heißeste Kleine im ganzen Club. Objektiv betrachtet, nein. Subjektiv betrachtet, nein. Dinge, und selbst die das sind? Würde sie akzeptieren. Nein, ich nicht. Also? Oh Mann, du machst es dir selber schwer. Oh, süß. Ja, natürlich. Organisiere ich uns beiden eine kleine Sitzgelegenheit. Okay, hier steht also eine halbe Stunde an, um eine Sitzgelegenheit zu kriegen. Nein, ich stehe dafür nicht an. Wie genau gedenkst du das zu tun? Ich guck halt, wo ein Stück frei ist und dann, ey, rück mal auf, schieb. Ich verstehe immer noch nicht, was du zu gedenken tust. Ich guck quasi, wo auf so einer Bank irgendwas frei ist. Geht also ja nicht, die sind ja abgesperrt, die Chill-Out-Zones. Ja, das sind extra Räume schon, weil der Krach halt irgendwie gemindert werden muss in den Räumen. Es geht da sonst ja, überhaupt es gibt nicht. Aber, es gibt keinen Punkt Typen irgendwo. Davor, doch. Da gibt es einen Typen und der achtet... Ich meinte eigentlich eher so an... In den... Ich will ja nicht in den Chill-Out-Areas, sondern einfach... Einen Sitzplatz, ne. Also guckt. Einen Barhocker kannst du kriegen. Na, siehst du. Aber da musst du dich halt auch schon durchsetzen, wobei das vermutlich irgendwie gelegen wird. Ja, ein Barhocker ist aber scheiße, weil... Na gut, dann kann sie jedenfalls sitzen mit ihren Stöckelschuhen, brauchst du das ja zwischendurch mal. Ich finde es sehr romantisch, wie du mitdenkst, ich hätte daran nicht gedacht. Ja, siehst du. Schön. Der Kabern, der macht sich Gedanken. Ja, natürlich. Von vorne bis hin. Dein Date ist nicht so fürsorglich. Das ist ja auch kein Date. Ach so, ja. Ich besorge ihr quasi einen Platz zum Sitzen, besorge uns beiden was zu trinken und dann, ne? Wird hier bechert. Es wird sich vor. Nee, es wird nicht gebechert, sondern es wird quasi. Genippt, ich weiß schon. Genau, genippt und. Ich meine, ein bisschen mehr wird sie da auch schon nicht reinschütten, ne? Einen kurzen Wortaustausch quasi auch bei der Lautstärke ist ja durchaus möglich. Mit dem Comlink, ja. Also ist das so laut, dass man sich nicht mal. Du machst dir keine Vorstellung, wie laut das ist. Ja, dann gibt's halt per Comlink. Klar. Gut, es wird sich also Folgendes ergeben. Sie wird immer zwischendurch nochmal gucken, ob sie vielleicht Julio findet, man auch zu viert damit dancen kann. Sie wird aber einsehen, dass es auch ob bei den Umständen einfach mit der Menge an Menschen problematisch ist. Irgendwann wird auch sie müde sein des Tanzens. Das ist ungefähr 2 Stunden, nachdem du dich fragst, was eigentlich falsch ist. Ich habe eine sehr hohe Ausdauer. Uha. Ich habe nicht gesagt, dass du das nicht schaffst, aber ich kann mir vorstellen, dass Kaba nicht ungemein hohe Freude am Tanzen entwickelt. Nee. Vor allem, wenn man bedenkt, dass... Ich meine, du hast ja einen selektiven Geräuschfilter und einen Dämpfer. Das heißt, du könntest sogar noch ein bisschen die Musik runterregeln. Was ich auch definitiv tue. Ja. Dadurch wird dir aber bewusst, dass es halt wirklich alles das Gleiche ist. Weißt du, wenn Gandhi auch nur ein Lied geschrieben haben würde, dann könnte er immer sagen, die haben das geklaut, weil... Du kannst offenbar aus allem machen. So wie ja heute auch. Auf jeden Fall. Ich kann auch einfach meine eigene Musik laufen lassen. Das ist eine harte Ansage. Mit Blackjack und Nutten. Naja. Dann tanze ich zwar voll nicht mehr rhythmisch zu der Musik, die dann ist, aber das ist ja egal. Ja, ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du vorher besonders rhythmisch warst. Nee. Auf jeden Fall werdet ihr irgendwann gehen. Sie ist gut angeschwipst. Das ist sehr gut. Das Kichern fällt ihr leicht. Ausgezeichnet. Das Reden ist so eine Sache. Die beiden anderen? Ja, mit die wird dann schon doch mal den Kontakt suchen, wenn sie gehen, das ist klar. Ja, nee, die Frage ist halt, ob die anderen schon vorher gegangen sind. Das wäre ja, also das wäre ja. Vor allem die beiden können sich bei der Chill-Out-Zone anstellen und dann dort einfach sitzen. Ja. Ich meine, da stehst du halt mal eine halbe Stunde, aber dann kannst du einfach wie 4 Stunden chillen und dort irgendeinen Müll machen. Zum Beispiel erster Schritt Schuhe ausziehen. Ne? Läuft. Ja.
So, dann werdet ihr natürlich gemeinsam gehen. Sie wird euch noch irgendwie zulabern. Sie wird nochmal bedauern, dass es so voll war. Das nächste Mal müsste man sich vielleicht einen anderen Club suchen, damit man noch ein bisschen mehr gemeinsam machen könne. Es wäre aber generell ein ganz, ganz, ganz toller Abend gewesen. Und es stünde aus, das nun bald zu wiederholen. Dann werdet ihr euch ja sicherlich sofort trennen, denn ihr seid ja mit eigenem Auto da und habt nichts bei Kabat und müsst fort. Morgen in den Wald mittags oder müssen wir ja auch und der andere muss auch ein Lied schreiben oder wie ist das? Sie würde bei mir mich umarmen, aber du siehst, dass sie es eigentlich vorhat und nur sie ist sich offenbar ihrer eigenen Balance nicht ganz hundertprozentig sicher. Das ist gut für sie. Das dachte ich mir auch und setzt sie einfach auf die Straße, ihr schubst. Und ja. Unser lieber Freund kriegt natürlich von mir eine Umarmung. Bei Jojo gibt's einfach nur so ein angedeutete Bekundung von wegen Freundschaft und so, aber halt ihr bloß nicht zu nahe kommen, weil irgendwie ist das ja in letzter Zeit schon schlecht für sie. Gut. Ja, so viel hat Kaba mittlerweile sogar schon begriffen, obwohl er nicht der Schlauste ist. Es hat ja auch nichts mit Schlauheit zu tun. Aber ich meine, du hängst ja auch einfach viel mit der rum. Richtig. Und irgendwann fällt das schon ins Auge. Jo. So, was war das Letzte? Ach ja, dann fahrt ihr nach Hunde. Und dann wird Jojo sich einfach wünschen, dass sie Freundinnen hat. Wieso? Freundinnen, die, nicht du, dass Freya Freundinnen hat und die irgendwie in einer Beziehung stecken auf das Kabern, dieses Erlebnis, noch viele Male nachholen könne. Ich hatte sogar Spaß. Sie wünscht es ihm an den Leib. Kaban hatte sogar durchaus Spaß in der Sache. Also ein bisschen jedenfalls. Na dann. Kann er ja öfter mal mit ihr in die Disse gehen. Ja, super Sache. So mit Tanzen und so erotisch aneinander läuft. Wenn ihr jetzt Kaban, noch zum... Daddy, ich das steht nicht im Skript. Ach so, Entschuldigung. Oh, du musst jetzt erleichtert zu Allah, Mohammed, zu verdammten Jehova und einfach zu allen anderen, dass das nie wieder vorkommt. Fliegende so hat Spaghetti, nicht fliegende Spaghetti-Monster. Ja, das auch. Ich meine, der Tanzteil, der war relativ entspannt, aber dieser Essensteil. Ja, gut, der Essensteil war scheiße, aber das Tanzen war okay. Das kann man aber machen. Stell dir mal vor, man treffe sich dann nur. Ich meine, du musst ja auch bedenken, die gehen ja auch arbeiten. Vielleicht spielt man das jetzt mal einfach ein bisschen schade den Abend. Also nicht mit Jojo, aber vielleicht mit anderen. Über sowas möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Alles, was ich versuche, dir zu vermitteln, ist... Nein. Das Doppeldate. Pinke Ponys. Ist eine verdammte Erziehungsmaßnahme. Ein Schrecknis, vor dem du dich fürchten sollst und nicht was, wo du sagst, da haben wir Spaß dran. Nee, easy. Pinkes Pony. Ihren Freundinnen und geht in die Disse. Also nur in die Disse. Als Disse. Verabredung. Genau. Ja, das aber da kann man sich doch überhaupt nicht austauschen. Und das ist doch das Wichtigste beim Doppeldate. Doch, in der Chillout-Zone. Das nächste Mal. Es muss ja nicht immer als Doppeldate sein. Es geht doch nicht ums Doppeldate. Ja, ich weiß, aber das ist doch, ich meine, wie du es auch mal nennst, wenn zwei Leute in der Beziehung sich treffen, darum ging es doch gar nicht. Das meinte ich doch gar nicht. Achso, du meinst sie, wenn sie alleine in diese geht? Nein, oder was? Nein. Hä? Sie mit ihm alleine, vielleicht kommen dann noch mehr Leute mit. Die müssen ja nicht alleine gehen. Es müssen ja aber nicht gezielt zwei Pärchen sein, das meinte ich. Nein, das verstehst du halt genau falsch. Das genau verstehst du falsch. Und zwar, was das Doppeldate doch ausmacht. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Zwei Pärchen. Ich bin mir auch nicht sicher, aber das, was ich jetzt festlege, ist, dass das Leute machen, die schon ein Wir sind. Weißt du, wenn dein Kumpel... Oh Gott. Ich erkläre das jetzt nochmal. Was habe ich gegen Doppelgates? Gar nichts. Aber folgende Situation, die kennt mal jeder. Man hat so einen Typen, mit dem versteht man sich sehr gut. Das ist vielleicht ein sogenannter Kumpel oder auch Freund oder so ein richtig geiler Bro. Und vielleicht sogar ein übelster Lord. Und der kriegt eine Torte ab. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Selbst wenn die aber okay ist, entwickelt sich unter Umständen in gefährlichen Zeiten, was man auch unbedingt vermeiden und wo man einschreiten muss, aus dem er und sie ein Wir. Dieses Wir wird dann alles gemeinsam machen und er wird mit dir nicht mehr alleine einsaufen gehen, denn wenn sie nicht dabei ist, Alter, ich weiß auch nicht. Und was dann noch schlimmer ist, ist, wenn das Wir so weit voranschreitet, dass, ich meine, dass du als in einer Beziehung irgendwie eine andere Erfahrung und Erlebnisse hast als irgend so ein anderer Dude, ist klar. Aber wenn die sich so weit abgrenzen, dass sie nicht mehr mit Einzeltypen
irgendwie rumhängen können, weil das so fernab ihrer Lebenswelt ist. Das ist ein Problem und das ist das Doppel-D. Deswegen trifft man sich mit anderen Pärchen, denn die verstehen einen, die verstehen die Beziehungsprobleme, das Hoch und das Tief. Nur die können sich mit einem freuen und nur die können mit einem trauen, wenn das Kind abgegangen ist. Und was weiß ich. Und das ist das Problem. Und das habe ich heute versucht rüberzubringen und das ist das, was Kaban in Zukunft erwartet. Und da spielt man Charade, denn da kann man reden, da geht man nicht in die Disse. Ich liebe mein Leben. Es sei denn, man macht das halt ziemlich, ziemlich oft, dann kann man auch gerne mal ab und zu in die Disse gehen. Ich liebe mein Leben auch. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wirst du sie danach noch nageln? Ja. Ja, richtig. Die ist besoffen. Das läuft. Kannst du dich drüber legen und sie sagt, aber mach schnell, ich bin müde. Nee. Na. Nein. Sie ist nur angetrunken, sie ist nicht besoffen. Nein, genau. Ist, ja, und sie hat den ganzen Tag erotisch mit mir getanzt, das heißt, die ist ja quasi schon ein bisschen wuschig. Nee. Doch, das muss jetzt so sein. Ach so. Nee. Das ist egal, Frauen. Ja, wenn du das die sagst, muss jetzt dann schon ist das wuschig so. Sein. Ja, richtig wuschig. Genau, siehst du? Gerade quasi. Jojo, so macht man das. Okay. Einfach ja sagen, wenn ich irgendwas behaupte. Danke. Dann kann man das sagen. Jürti. Ja. Kommt. 17 minus 9. Okay. Ihr bekommt noch 9 Karma. Oh. 9! Ja. Alter, weißt du, wer jetzt Konsti 3 hat? Kaba? Nee. Weil er vom Sex so ausgedorrt ist, weil sie ihm alle Lebenskraft entzieht. Alter, kriegen wir auch Fluffkammer? Das war ein Ding. Naja, zwei. Zwei Fluffkammer kriegst du noch. Da wies ich doch, dass ich jetzt was steigern kann. Gut. AGB-Software muss noch weiter rum. Was soll das eigentlich für ein Dialekt sein? Ich hab keine Ahnung. Jotti. Was weiß ich denn über Dialekte? Naja, nichts offenbar. Nieben. So, endlich kann ich jetzt auch mal wieder was Sinnvolles machen. Ich warte jetzt seit keine Ahnung wie lange darauf. Konsti 3, sagst du. Ja. Aber tut mir leid, das wird natürlich jetzt nicht sofort in Kraft treten. Du musst natürlich... deiner halben Magersucht. Ja, ja. Am 1. August wird das dann so sein. Weil du ja schon ein bisschen länger drauf hingearbeitet hast. Ja, ja. Oh Mann. Auch wenn du es für richtig hältst. Ich hab's erstmal nur auf dem Charakterbogen stehen, das reicht mir. Jutti. Sehr schön. Ich hab meine Pflicht erfüllt. Die gute Dame. Ich könnte mein Charisma steigern. Nee. Tut mir leid, dafür hast du einfach noch nicht die Typen genügend getan, um das auf 4 zu nehmen. Also ich hab eine Freundin. Oh. So, jetzt stellst du bitte mal vor, wie so ein Typ, ein Women-Beater mit so einem dünnen Schnurrbart, nach hinten gegelten Haaren, Goldkettchen und einer Jogginghose da sitzt mit seinem Bierchen, der Alten irgendwas hinterherbrüllt, dass das scheiße schmeckt, sie dann drüber geht, weil sie einfach nicht hergekommen ist, sie erstmal vermöbelt und weiß ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der alleinige Besitz einer sogenannten Freundin, wobei ich das da sowieso schon für ein Gericht halte, dazu führt, dass man Charisma bekommt. Hallo, das ist quasi, wie steigert man sonst Charisma, besorgst du dir Freundin? Gar nicht. Charisma ist quasi so, durch, wenn du dich... Kennst du Munchkin? Das ist so wie so eine Beileihkarte, so Freundin, Charisma plus 1. Eigentlich müsste es Charisma minus 1 sein, weil du ja dann quasi nicht mehr darauf aus bist, auf die Jagd zu gehen nach anderen Vibesbildern. Dir ist aber schon aufgefallen, sobald du in einer Beziehung bist, kommen die ganzen Bitches an, die dich vorher mit dem Arsch nicht angeguckt haben. Das mag teilweise so sein, ja. Das mag einem vielleicht auch nur so vorkommen, keine Ahnung. Ich habe ja immer gleich viele Kerle, die ankommen und mich wollen. Ja, aber dich will auch jeder. Ja, klar. Der eine hat's, der andere will's. Nein, eigentlich kriegst du jetzt einen Charisma-Abzug, ne? Weil du lässt dich jetzt gehen und wirst fett und hässlich. Nein, sie wird fett und hässlich. Männer werden das zusätzlich. Besser. Du wirst nur geiler, ist schon richtig. Ja. Schon so. Charisma steigern, weiß ich nicht. Wie sagt das eine Freundin von mir letztens? Männer sind wie Wein und Frauen sind wie Milch. Ja,
Männer werden besser im Alter, aber Frauen werden einfach nur sauer und verbittert. Ja, ja. Und flockig. Aber man kann dann aus ihnen Blinsen machen, ist auch nicht schlecht. Ja, super. Ich kann so viel steigern. Blinsen, das klingt wie Pansen. Bitte? Ich dachte, Blinsen klingt irgendwie wie Pansen. Ja, Pansen, okay, Eierkuchen, verzeih. Pfannkuchen. Ja, auch das ist doch scheißegal, es wird eh überall anders genannt. Ja, aber warum nimmst du dafür kaputte Milch quasi? Ja, du kannst es auch mit vergorener Milch machen. Und meine Mutter hat das halt immer mit vergorener Milch gemacht. Und das war dann immer ein großes Erlebnis für uns. Deswegen haben wir uns irgendwann angewöhnt, die Milch zu verstecken außerhalb des Kühlschranks. Ernsthaft? Na, man muss doch wissen, wenn man zu seinem Essen kommt. Aber warum macht man das aus vergorener Milch? Du kannst es auch aus nicht vergorener Milch machen. Aber die Milch eh vergoren ist, wozu willst du noch benutzen? Du kannst halt auch noch Pfannkuchen damit machen. Weißt du? So, Deli kann sich jetzt überlegen, was er steigern will. Ich werde mich jetzt verabschieden. Verabscheuen. Achso, wir könnten mal die Aufnahme ausmachen. Ja, wir reden die ganze Zeit schon wieder nur im Müll. Sicherlich bist du verwirrt. Was hat nun all das mit Liebe zu tun? Und daran merkt man, dass dieses Gefühl tatsächlich heute nicht mehr weit verbreitet ist. Es hat viel mit Liebe zu tun. Wir haben zum einen die freundschaftliche Liebe, die Jojo Kaban entgegenbringt, dass sie all das durchsteht, weil sie sich ihm so verbunden fühlt. Wir haben die Liebe zweier Männer, die gemeinsam am Pissbecken standen und die so viel füreinander tun, ein Doppeldate besuchen, sich vorher Tipps und Tricks geben, sich verkleiden und ordentlich dancen. Und dann haben wir natürlich die reine, tiefe, innigliche Liebe Kabans zu Freya. Ein NSC, der auf seinem Charakterblatt immer noch falsch geschrieben und mit dem Titel Bumse versehen ist. Aber ein NSC, mit dem er so viel umsichtiger umgeht als selbst bei einem Run. So bedachte er heute, dass Freya wegen ihrer hohen Schuhe und dem dünnen Absatz zwischendurch einen Sitzplatz benötigt. An den anderen denken, sich um den anderen sorgen, den anderen abfüllen, damit er zufrieden ist und ihn dann flachlegen. All das ist Liebe. Wir wünschen uns, dass du als dreckiger Nerd oder dreckige Nerdette darüber nachdenkst, wo in deinem Leben die Liebe ist, gerade jetzt zu Weihnachten. Einem Tag, der offensichtlich etwas damit zu tun haben soll. Moment, nein, wir haben gesagt, es hätte etwas damit zu tun, also hat es das auch. Einem Tag, der so viel mit Liebe zu tun hat. Geh in dich, schau tief hinein, in den gähnenden Abgrund, in die Leere, die du deine Psyche und deine Seele nennst, wenn du diesen Begriff gebrauchen möchtest, und finde das Quäntchen, das dich von Depressionen und einem schlussendlich eigentlich unvermeidbaren Suizid am Rande der Gesellschaft abbringt. Und so du doch den letzten Schritt wagst und aus dem Leben durch eigene Hand scheiden möchtest, so bitten wir dich, wirf dich nicht vor einen Zug. Auch wir müssen das Weihnachtsfest überstehen, im Schoße unserer Familie. Es ist nicht leicht, auch für uns. Und wir müssen danach noch mit dem Scheißzug zurückfahren. Verstehst du? Danke. Wild Russians laufen unter der Creative... Ach nee, das machen wir gar nicht mehr. Alle rechtlichen Informationen in der Videobeschreibung. Die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Mein Name ist Treuballerina und mir fehlt immer noch so ein dummer Abschlusssatz.